Hallo Leute, ich würde heute gerne ein Video über etwas ganz anderes machen, was ich sonst immer mache. Und zwar über das Thema, wie bekommt man mehr Selbstbewusstsein und wie schafft man es im Speziellen, sein eigenes Ding durchzuziehen und halt nicht so darauf zu achten, was immer andere von einem erwarten oder was andere von einem wollen. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, ein Thema, was speziell so die, ich weiß nicht, 13 bis 18 oder 13 bis 17-Jährigen so von euch betrifft, weil gerade in dem Alter ist man sehr unsicher und kann vielleicht auch noch nicht so zu seiner Meinung stehen oder ist vielleicht auch sehr davon abhängig, was andere Leute von einem denken und was vielleicht die Freundinnen von einem denken. Und ich habe sehr viele Fragen auch dazu bekommen nach meinem Fragen- und Antworten-Video, wie ich es geschafft habe, mich so wie so ein Emo zu stylen, weil es ist ja doch was, was ein bisschen mehr auffällt oder was besonders ist, wo man vielleicht auch sehr viel Gegenwind bekommt. Und ja, den habe ich auch bekommen. Und auch vielleicht mit den YouTube-Videos. Also wie schafft man es, sich zu trauen, so vor die Kamera zu setzen, weil da habe ich auch in der Schule sehr viel Negatives da erfahren. Also die meisten von euch wissen es auch gar nicht. Ich habe manchmal erzählt, ich bin Blog-TV, ich wurde da teilweise richtig gemobbt. Also die Leute, ich hatte früher immer so hey gesagt vor der Kamera und dann haben mich die Leute richtig so in der Schule begrüßt. Hey, ich bin Katie Cake. Oder da haben mir Leute geraten, ich soll doch aufhören, das wäre so lächerlich. Und ich war auch kurz mal davor, alles irgendwie hinzuschmeißen, alles zu löschen. Und ja, aber wie ihr seht, sitze ich noch hier und ich möchte euch einfach ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr das vielleicht schafft, wenn ihr vielleicht auch in so einer Situation seid oder euch einfach selbst entdecken wollt, wie man das einfach macht oder wie ihr euch vielleicht traut, mal zu schminken oder euch die Haare anders zu machen oder vielleicht euch die Haare blau zu färben oder irgendwie sowas. Also, was ihr wissen müsst, wenn ihr im Strom schwimmt, wenn ihr voll der Durchschnitt seid und nichts Besonderes macht, dann habt ihr auch keine Probleme. Also, ja, so ist es einfach. Und sobald ihr etwas macht, was nicht dem Durchschnitt entspricht, dann gehen die Leute gegen euch und geben euch links und rechts eine, weil ihr ja nicht dem Durchschnitt entspricht. Ich finde, es ist aber so, dass sobald man sich traut, etwas zu machen, was nicht unbedingt alle Leute auch machen oder was alle anderen von einem erwarten, dann kommt man einfach weiter in seiner Entwicklung und entwickelt auch eine Persönlichkeit, weil wenn man ist wie jeder andere, dann ist es ja langweilig und dann kann man auch vielleicht nicht das verwirklichen, was man wirklich möchte. Und ich finde es sehr wichtig, dass man Träume hat und auch versucht, diese Träume umzusetzen. Falls ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt Make-up-Artist werden oder ihr wollt Sänger werden oder ihr wollt einfach so Berufe, die jetzt vielleicht nicht so sind wie Bankkauffrau. Also nichts gegen Bankkauffrauen, ich meine nur halt so, wenn ihr irgendwas werden wollt, was ein bisschen besonderer ist, was nicht so ein normaler Beruf ist und eure Eltern sagen, nee, komm, das ist nicht sicher und bla 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 bla. Ich finde, man sollte immer an seine Träume glauben und versuchen, diese umzusetzen, weil Träume sind eine der schönsten Sachen, die man hat und man soll auf keinen Fall irgendwie auf irgendwelche Leute geben, die einem diese Sachen ausreden wollen, weil wenn man etwas wirklich will und sich da auch reinhängt, dann kann man nicht alles, aber sehr, sehr viel erreichen. Und ja, das ist wie mit der Sache mit YouTube. Also da dachten alle, das ist einfach so ein Hirngespinst von mir und das ist lächerlich und haben mich belächelt. Und jetzt habe ich Abonnenten, jetzt habe ich Zuschauer und auf einmal sind alle still. Es gibt keine einzige Person mehr, die irgendwas gegen YouTube sagt bei mir. Einfach aus dem Grund, dass ich halt natürlich, ich bin jetzt kein erfolgreicher YouTuber, aber ich habe schon ein paar Zuschauer und ich habe Leute, die das gerne gucken und dann sind alle still. Das haben Leute aber immer so an sich, dass sie gerne sehr viel rummotzen, gerne einen fertig machen, aber wenn sie sehen, dass es doch Erfolg hat, dann sind sie auf einmal still. Ja. Also ihr müsst einfach lernen, dass ihr nicht so viel darauf geben solltet, was andere Leute irgendwie über euch denken, weil Leute denken sehr gerne über einen schlecht. Wenn sie einen erstens nicht kennen oder wenn man halt irgendwas macht, was jetzt nicht so der Norm entspricht, dann ist man immer gleich bisschen komisch, dann lästert man gerne bei jemanden. Wobei Leute auch immer gerne lästern, aber das sollte man auch immer nicht so ernst nehmen. Man kann im Leben auch einfach nicht jeden glücklich machen. Also, ihr müsst auch lernen, dass ihr nicht mit jedem befreundet sein könnt und nicht, dass jeder immer auf eurer Seite ist. Also, wenn ihr Freunde habt, die wirklich zu euch stehen und egal was ihr macht, wenn ihr auch so irgendwas Verrücktes macht und die stehen trotzdem hinter euch, dann passt gut auf diese Freunde auf, weil es gibt wenig Menschen im Leben, auf die man wirklich zählen kann. Also es mag zwar sein, dass ihr vielleicht eine große Clique habt, aber wenn ihr überlegt, wem ihr wirklich vertrauen könnt, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil viele Leute sind einfach nur, ja, die haben mit euch was zu tun, weil sie irgendeinen Nutzen davon haben, aber sobald dieser Nutzen weg ist, dann, oder sobald ihr vielleicht mal auf die Nase fliegt oder sobald ihr irgendwelche Probleme habt, sind diese Leute nicht mehr da und das ist auch sehr, sehr wichtig und
ein großer Punkt in eurer Entwicklung, dass ihr halt versteht, auf wen ihr zählen könnt und auf wen ihr nicht zählen könnt. Und es auch einfach mal akzeptiert. Vielleicht, wenn ihr auch in jemanden verliebt seid und der gibt euch einen Korb und okay, erstmal bricht die Welt zusammen, aber es ist einfach so, dass nicht jeder jeden lieben kann oder nicht jeder mit jedem zusammen sein kann. Und es ist einfach manchmal so, dass manche Leute nicht mit eurer Persönlichkeit klarkommen, aber andere lieben euch dann wieder genau wegen irgendwelchen Sachen, die andere an euch hassen. Und ja, das müsst ihr einfach lernen. Steht immer zu euch selbst und es ist wichtig, dass ihr einfach eine gute Meinung von euch selbst habt. Und gerade dieses, was ich angesprochen habe, dass man Dinge tun soll, wenn man sie tun will, ist sehr, sehr wichtig, auch für die eigene Entwicklung, dass man auf sich stolz ist und sich Ziele setzt und diese Ziele auch erreicht. Und bei mir war es so, ich war als Kind sehr, sehr schüchtern. Ich weiß auch nicht, also ich habe mich in der Grundschule und in der, ich weiß nicht, vielleicht so bis 14, 15, fast nie gemeldet. Ich war sehr in mich gekehrt und ich weiß auch nicht, ich hatte vielleicht auch, ich will nicht sagen, ich hatte Probleme, Freunde zu finden. Ich hatte vielleicht schon so ein paar Freunde, aber eher oberflächliche Freunde. Und es war einfach so, ich weiß auch nicht, weil ich einfach auch nicht so, ich war nicht selbstbewusst, ich war einfach in mich gekehrt. Und dann habe ich angefangen mit diesem Emo-Style und es war nicht wegen diesem Lebensgefühl, es war sehr viel einfach, weil mir der Style einfach gefallen hat, weil ich mich auch einfach auffallen wollte. Es war einfach so ein Befreiungsschlag, so, ich weiß nicht, das hatten wir mal wahrscheinlich in dem Alter einfach so. Und ich wollte mir auch Piercings stechen, aber das war dann, durfte ich auch nicht, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber ich habe hier meine Haare vorne pink gefärbt, habe die auftopiert, habe hier die Längen schwarz gefärbt, war einfach radikal. Einfach weil ich auffallen wollte. Ich glaube, ich hatte es einfach satt gehabt, so in der Masse zu schwimmen. Und ich wollte einfach mal ein eigenes Ding durchziehen. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben richtig Gegenwind erfahren. Ich wurde gemobbt. Also es war wirklich manchmal nicht mehr schön. Also sehr viele Leute haben sich lustig über mich gemacht. In der Schule haben mich Leute ausgelacht, wenn ich irgendwo vorbeigelaufen bin. Emo, Emo. Oder da ist auch jemand an mir vorbeigelaufen und meinte so, ja, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Und es war einfach so, ja, es war einfach richtig kacke. Und ja, ich habe dann irgendwann, nach einem Jahr habe ich irgendwann damit aufgehört. Weniger aus dem Grund, dass ich so runtergemacht wurde, aber ich wollte irgendwie, ich glaube schon so ein bisschen. Ich wollte auch einfach mal nicht mehr auf mein Aussehen reduziert werden. Ich habe mir dann die Haare hellblond gefärbt. Ich habe mich fast nicht mehr geschminkt und war wieder Durchschnitt. Also, ich weiß nicht, ich hatte so einen kleinen Ausbruch und dann sofort wieder zurückgefallen. Also, was heißt sofort? Nach einem Jahr zurückgefallen. Weil mich das einfach irgendwie nicht glücklich gemacht hat, weil ich diesem Druck einfach nicht standhalten konnte. Und das zweite Mal, dass mir dann sowas passiert hat, ist es mit YouTube. Also, als ich mit YouTube angefangen habe, war ich noch ziemlich unbedarft und dachte eigentlich, ja, hey, es ist doch ein ganz normales Hobby und wenn man das macht, dann ist doch nichts Schlimmes dabei. Ich dachte, es ist doch genauso, wenn man reitet oder so. Aber nein, es ist nichts genauso. Sobald die ersten Leute das in meiner Schule rausgefunden hatten, und es ging relativ schnell, bis die Leute das rausgefunden hatten, dann haben die das alles gegenseitig rumgeschickt und jeder wusste auf einmal, dass ich Katie Cake bin. Und das war noch ziemlich halt zum Anfang. Da hatte ich vielleicht 100, 200, 300 Abonnenten und ja. Da wurde ich dann wirklich richtig fertig gemacht. Also meine Cousine hat mich sogar gefragt, ob ich gemobbt werde, weil sie hätte irgendwie gehört, dass irgendwelche Freunde, also so ein paar Jungs, die irgendwie meine Videos zu Hause gucken und sich dann einen ablachen und denken, was für eine dumme Tusse ich doch bin. Und in der Schule, alle haben mich angeguckt und es war wirklich so, ja, keine Ahnung, es war wirklich richtig scheiße. Und auch ein paar Leute, wo ich eigentlich dachte, es wären meine Freunde, haben mich dann ausgelacht und ja, da habe ich auch wirklich erstmal gemerkt, wer meine Freunde sind, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und es war einfach so, die Leute haben mich dann so begrüßt mit, hey Katie Cake! Und ich weiß nicht, ich denke vielleicht, sie dachten, es wäre okay, sich so darüber lustig zu machen. Oder ich verstehe Spaß, aber ich glaube, ganz tief drinnen haben sich einfach gerne über mich lustig gemacht. Weil, ja, sie haben es einfach nicht so akzeptiert und ich fand es einfach immer so schrecklich, weil die Leute auch gesagt, ja, hör doch damit auf, das ist so lächerlich. Aber ich wollte es wirklich machen und ich wollte es durchziehen und es war so schlimm für mich, weil es nie jemand akzeptiert hat, wie ich halt sein möchte und dass ich so Videos machen möchte. Und es war so schrecklich, weil ich wollte dann manchmal gar nicht mehr in die Schule gehen, weil Leute auf Partys dann immer über mich geredet haben und gemeint haben und mich nachgemacht haben, weil ich früher ja auch ein bisschen noch ein bisschen in den Videos war.
Und es war so schrecklich. Ich habe dann alle meine Videos auf privat gestellt, weil ich wirklich am Ende war. Aber dann bin ich nochmal in mich gegangen und dachte, hey, was wollen diese Leute eigentlich? Das sind Schulkameraden, die sind einfach scheiß auf die, scheiß doch einfach auf die. Und dann habe ich alles wieder öffentlich gemacht, habe weiter meine Videos gemacht und mit der Zeit war es dann auch irgendwann kein Thema mehr. Also ich würde sagen, die Leute haben interessantere Sachen gefunden, über die sie sich lustig machen konnten und haben mich in Ruhe gelassen und ja, es war die beste Entscheidung meines Lebens, also nicht die allerbeste, aber eine sehr gute Entscheidung, dass ich das weitergemacht habe, weil es bedeutet mir wirklich viel und ich kann damit nicht verstehen, warum Menschen immer so boshaft sein müssen und einen irgendwie wegen sowas kleindrücken müssen, weil es ist einfach, jeder hat doch einfach das Recht zu tun, was er möchte und das ist einfach etwas, was ich einfach nicht verstehe und jetzt ist es wirklich so scheiß auf die ganzen Leute, die in der Schule waren, weil ich glaube, das ist was, was viele von euch belastet, dass ihr sehr viel darauf gebt, was eure Schulkameraden über euch denken, weil die Schule ist sozusagen euer Leben, also das ist so euer Umfeld. Und sobald ihr aus der Schule draußen seid, interessiert das niemanden mehr. Also ich habe das Gefühl, Schule kann sehr, sehr grausam sein. Und ja, versucht, falls ihr von Leuten irgendwie ja auch gemobbt werdet oder fertig gemacht werdet, versucht euch immer klar zu machen, es ist nur die Schule, es ist nicht euer ganzes Leben. Und am Ende seid ihr die Gewinner, habt einen tollen Job und die anderen haben Hartz IV oder was. Also so, das kann man nicht vergleichen. In der Schule ist es ein ganz anderes Verhältnis wie vielleicht im richtigen Leben. Wenn ihr euch dann auf einem Klassentreffen seht, könnt ihr die auslachen. Und ihr müsst einfach stark bleiben. Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, nochmal zu den Mobben. Ich habe mit niemandem drüber geredet. Ich habe mir nicht Hilfe geholt. Ich habe nicht mit meinen Eltern drüber geredet. Aber es ist etwas, was man wirklich tun sollte. Also falls ihr Probleme habt oder vielleicht auch gehänselt werdet, so weiter, eure Sachen irgendwie... weiß nicht, für die eure Sachen wegnehmen, holt euch Hilfe. Also ihr solltet auf keinen Fall einen machen auf, ich schaff das, ich komme da alleine durch, weil das ist wirklich, wirklich der falsche Weg. Also das ist ganz, ganz wichtig. Hätte ich vielleicht lieber auch machen sollen, dass ich mit jemandem wirklich darüber rede, weil ich habe das alles auch so ein bisschen in mich reingefressen und ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr da nicht alleine durchgeht. Ich denke, diese Leute, die sowas halt auch tun, die wissen gar nicht, was sie einem damit antun. Also für die zählt nur so der Spaß und ja, die sind halt in ihrer Gruppe, die sind halt Mitläufer, machen jemand anderen fertig und haben halt die Lacher auf ihrer Seite, aber die wissen einfach oft nicht, was sie halt dem Opfer so irgendwie damit antun und ja, ich kann euch nur raten, redet miteinander rüber und wartet nicht so lange und erduldet es nicht einfach. Aber ich denke, das ist nochmal ein ganz anderes Thema und ich glaube, dazu mache ich auch nochmal ein Video, weil es ist ja jetzt eigentlich nicht so das Hauptthema dieses Videos. Also ich möchte euch einfach nochmal abschließend sagen, glaubt an euch selbst und gebt... Ich will nicht mehr Scheiß sagen, ich sag so oft Scheiß, aber gebt einen Dreck auf die anderen Leute, die sich über euch lustig machen oder die euch einfach nicht so akzeptieren, wie ihr seid, weil es gibt genug Leute, die es tun werden. Keine Angst, vielleicht wenn ihr müsst vielleicht ein bisschen suchen, aber es gibt auf alle Fälle Leute, die es so akzeptieren, wie ihr seid und bleibt bei denen und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ihr könnt mir gerne Kommentare da lassen. Das war mein erstes Video so eine Art, es ist vielleicht noch ein bisschen durcheinander gewesen, aber das war mir einfach ein Anliegen, das euch zu sagen, weil ich kriege auch sehr viele Briefe mit diesen Themen und sehr viele Mails und ich versuche immer alle zu beantworten, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch vielen anderen Leuten so geht und ich habe das auch alles in meiner Pubertät durchgemacht. Ich bin jetzt 20 und ich muss sagen, so durch diesen ganzen Schmodder der Persönlichkeitsentwicklung so langsam schon so ein bisschen weiter fortgeschritten. Ich bin natürlich auch noch nicht super erwachsen, also so würde ich sagen, so total ausgereift, aber einfach, ja, ich stehe jetzt über den Dingen und ich gebe einfach nicht mehr so viel was drauf, was andere sagen. Wenn mir Leute sagen, mein Selbstbild sieht scheiße aus, dann sage ich, okay, deine Meinung, meine Meinung ist es nicht und deshalb... Es ist auch gut so. Okay. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.